Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns das Beste aus diesem Tag machen und das machen wir, indem wir unsere Arme ausstrecken und anderthalb Meter Abstand behalten. Heute hätte eigentlich Mukta Bar hier sprechen sollen von der Initiative Uwe Jallo. Dieser Fall ist so wichtig, weil wenn wir sagen George Floyd, dann ist der deutsche George Floyd ist Uri Jallo. Uri Jallo wurde vor 12 Jahren bei lebendigem Leibe in einer Polizeizelle in Dessau von Polizisten verbrannt. Er wurde ermordet. Deswegen sagen wir seit 12 Jahren jedes Mal im Januar Uri Jallo? Uri Jallo? Uri Jallo? Jetzt darf ich eine Künstlerin ansagen, die mich in den letzten Wochen seit dem Tod von George Floyd immer wieder bewegt hat, mich zum Weinen gebracht hat, mir aber auch Kraft gegeben hat in meiner Arbeit, in meinem Alltag, weil immer wenn um mich herum die Leute mir das Gefühl geben, ich fühle mich falsch, ich bin hier nicht richtig, dieses System will mich nicht, dann höre ich mir einen Song von Nuki an, der heißt Perspektiven zählen und dann weiß ich wieder, dass ich richtig bin, wer meine Leute sind und was das für eine verdammte ungerechte Scheiße ist. Perspektiven zählen, Perspektiven zählen Leben, Perspektiven zählen Menschenleben. Perspektiven zählen, Perspektiven zählen Leben, Perspektiven zählen Menschenleben. Du guckst mich an und sagst zu mir, das war doch nicht so gemeint. Dabei sagst du zwischen den Zeilen, Ausländer seien ein Feind. Drängst mich in eine Ecke und lässt mich nicht sein. Und sagst dann, ich bilde mir das alles Liebe nur ein. Papa hat damals gesagt, außerhalb der Stadt. Wird mir immer wieder das Gefühl gegeben, ich sollte mich integrieren. Ich sollte mich doppelt so doll anstrengen wie andere oder mit halb so viel zufrieden sein. Und ich sage euch, meine Muttersprache ist Deutsch. Mein Opa war Pastor. Ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Wenn ihr mich noch integrieren wollt, was ist denn mit euch los? Ich muss nicht integriert werden. Das Wort Integration heißt nur, dass ich mehr machen muss und dass ihr richtiger seid. Deswegen fordere ich Integrationskurse für Weiße, die mit meiner Hautfarbe ein Problem haben. Integrationskurse für Leute, die rassistische Bemerkungen gemacht haben. Integrationskurse für Polizisten. Integrationskurse für Staatsbeamte. Die Leute fragen, woher kommst du? Bist du Muslim oder Deutscher? Bist du Jude oder Deutscher? Menschen werden im Mittelmeer getötet. Menschen werden in Deutschland getötet. Menschen werden in Deutschland diskriminiert und ihr verlangt von uns, dass wir uns integrieren. Nein, nein, nein. Und auch wenn du das alles anders siehst. Wir klagen Rassismus gegen Migrantinnen an. Dafür stehen die Morde des NSU, die Morde von Hanau und der unaufgeklärte Mord an Burak Bektas. Dafür stehen die Toten im Mittelmeer, die Geflüchteten an den EU-Außengrenzen und die Menschen in deutschen Flüchtlingsheimen, die trotz Corona gezwungen werden, auf engstem Raum zu leben. Wir klagen Antiziganismus an. Dafür stehen die antiziganistischen Ermittlungen der Polizei nach dem NSU-Mord in Heilbronn, die Brandanschläge auf Häuser von Roma-Familien in Plauen, aber auch die systematische Abschiebung in unsichere Herkunftsländer und Erfassung in Polizeikriminalitätsstatistiken. Wir klagen Antisemitismus an. Dafür steht der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Dafür steht, dass die Polizei bei antisemitischen Vorfällen nicht konsequent eingreift, wie vor einer Woche wieder in Halle. Dafür stehen auch die antisemitischen Verschwörungstheorien in der Corona-Krise. Der Angriff der Rechten, auch in der Polizei, gilt uns allen. Deshalb müssen wir solidarisch sein, trotz unterschiedlicher Erfahrungen und politischer Positionen. Wir vom Tribunal NSU-Komplex auflösen, wollen die Perspektive gemeinsamer migrantischer, geflüchteter, schwarzer, jüdischer, antirassistischer und antifaschistischer Kämpfe stark machen. Dieser Zusammenschluss bedeutet für uns Migrantifa. Migrantifa, das ist Antirassismus. Das sind all diejenigen, die rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling anprangern, die sich gegen Lagerpflicht einsetzen, die gegen das europäische Grenzregime kämpfen und globale Klimagerechtigkeit einfordern. Migrantifa, das ist Antifaschismus. Das sind all diejenigen, die sich organisieren, die Bildungsarbeit machen, Recherchearbeit, die den widrigen Umständen immer und immer wieder trotzen, um den Faschistinnen keinen Fuß frei zu lassen. Egal, ob in Chemnitz oder Charlottesville. Migrantifa, das ist Migration. Das sind all die Postmigrantinnen, die global migrieren, sich ein gutes Leben aufbauen, sich selbst organisieren und behaupten,
die seit jeher Gesellschaften radikal transformieren und prägen. No justice, no peace! Yalla, yalla, Migrantifa! Dankeschön! Genau, auch im Namen vom Aktionsbündnis Antirassismus, von Migrantifa und von Unteilbar bedanke ich mich bei euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir waren mehr, als wir erwartet haben. Deshalb mussten wir auch das Band der Solidarität weiter in die Karl-Marx-Straße Richtung Neukölln ausweiten. Und es war einfach klasse, dass wir so viele waren. Perspektiv zählt Menschenleben.